Okay, dann würde ich jetzt sagen Eier. Ich brauche ein paar mehr. Okay, ich meine, so ein Dach zu bauen dauert jetzt schon ziemlich lange, aber ich glaube, das sieht geil aus. Oh, ja, geil. Das, also, ich habe jetzt schon ganz schön Aufwand durch mein Haus gezogen. Durch den Berg so. Eine Itemlinie, die bis nach hier unten geht. Hat Wolf das gehört? Was? Was? Was du gesagt hast, so? Gerade eben. Mein Haus oder unser Haus? Dass du so viel Arbeit reingesteckt hast und so weiter. Also ich habe Redstone-Arbeit gemacht, er hat Design-Arbeit gemacht. Ich brauch Weizenkörner, das ist unglaublich. Sein, es wäre wahrscheinlich nie sein Plan gewesen, sowas zu machen, aber... Hast du ihm eigentlich einen Backup gegeben? Ja. Er macht ja weiter mit seinem Let's Play. Ach ja? Ja. Ja, wenn ich da auf seinem... Allerdings hat er Mods installiert. Achso, ja. Naja, na gut. Bestimmt hat er uns so Sachen alle kaputt gemacht, zerstört oder was weiß ich. Nee, er war bei meinem Haus drin und hat uns ein bisschen geplündert, halt, das, was er auch gebrauchen könnte. Dieb. Ja, ja, würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Weiterführen müssen. Müsste. Ja, zum Beispiel bei dir hat er ein bisschen Lehm rausgeholt. Bei Robert. Ey, das brauche ich noch. Und den Weg hat er wahrscheinlich komplett verändert, ne? Den Weg hat er gar nicht. Nee, der war bis jetzt nur im Nether und hat Kobalt und Azurit abgebaut. Was? Er hat den Nether gelöscht, okay. Kobalt? Was ist das? Ja. Das ist ein Tinker's Construct, er. Ach so. Genau, Tinker's Construct. Also, so ein Gronkh Gedöns. Was? Weißt du, welche Mods er drauf gebracht hat? Auf jeden Fall Tinker's Construct, einmal davon. Und dann gibt's da noch irgendwie was lila ist und irgendwas mit Draconium heißt. Draconic Evolution. Ja, wahrscheinlich. Ist eine richtig coole Mod. Also die macht wirklich, die ist schön OP. Also der Anfang ist mega schwierig, aber ist schön OP zum Schluss. Und hätte ich schon gesehen, aber dieses Buch mit diesen ganzen Kobalt und den ganzen Gedöns, habe ich keinen Bock mehr, das alles so einzuprägen. Ja, man, also wenn man, ich kann es zum Beispiel auswendig so ziemlich, ich denke, das Konzept. Also Psalm Freak. Draconic Evolution. Psalm Freak. Ja, ich habe früher ziemlich viele Modpacks gespielt. Mache ich immer noch, aber... Pocket-Version. Zum Beispiel gerade das Modpack ein bisschen. Die Minecraft-Pocket-Version. Oh ja, das ist die beste Mod ever. Das ist nur für die ganz Harten. Richtig viele Sachen zu bauen. Ey, ich baue ein Haus. Ey, ich baue eine Farm. Ich hab keine Lust. Ich habe einen Fehler gefunden. Na. Da sollte vielleicht noch das letzte Stück rein. Ich dachte die ganze Zeit, ja, baue ich gleich. Lüg mich. Mich so testen, funktioniert nicht. Glaube ich dir nicht. Na mal gut, dass ich jetzt hier ein riesen Feld habe. Was machst du damit? Also ich glaube nicht, dass du das neu bestellen würdest. Was gerade? Oha. Du hast doch kein Leben. Ich hau das ganze Weizen gerade ab hier. Nein, du hältst jetzt deine Schnauze! Was macht jetzt? Ja, Bastian sagt ja schon nichts mehr. Ja, der tut mir leid. Ich hab schon vorausgesehen, dass es jetzt passiert. Aber Tess lenkt der Held, muss jetzt einmal diesen Andreas-Typen raushängen lassen. Der ist so dumm, ey. So eklig, ja! Ey. Mit seiner Lippe, ey. So. Von Abnippeln, ey. Mit seiner Frau da. Voll geil, wenn es aber mal wieder grün ist. Das sieht ganz anders aus hier. Alter, das erinnert mich gerade so krass an Harvest Moon hier. Das ist unglaublich. Harvest Moon. Sollte man das Spiel gespielt haben? Das Thema hatten wir letztes Mal auch schon, glaube ich. Ich weiß. Du gammelt hier eine Spinne im Haus. Aber da habe ich nicht gefragt, ob man das Spiel gespielt haben sollte. Hast du es dir angeguckt? Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob da überhaupt noch neue Versionen rauskommen. Das letzte war, glaube ich, für ein 3DS. Ja, 3DS ist ja eh scheiße, wenn dann eh nur auf der Heimkonsole.
Die Schwitsch. Schwitsch. Na? Also ich habe halt noch so einen uralten Teil für ein Gamecube bei mir rumfliegen. Ein Gamecube, oh, habe ich immer bei Takito Alter. Gespielt. Über welches Kabel wurde Ding überhaupt angeschlossen? SCART oder was? Oder noch diese drei... Hab ich ein Herz, Kasper, bekommen? SCART. Was passiert? Hast du das gehört? Nein. Gibt's auch SCART-Aufnahme? Ihr habt das nicht gehört? Nee. Nein. Wieso? Hier kam gerade so ein richtig fettes Gewitter blitzt, Alter. Achso, in Real Life bei dir? Ich hab's ausgemacht. Ja! Alter, hat das hier gerade gedonnert, Alter. Das hat man richtig auf den Füßen gehört. Richtig was? In deinem Real Life, oder was? Ja! Scheiß auf Minecraft, ey! Ah, lass mal hier Finger knacken lassen, ey. Ausnahmsweise mal nicht Minecraft. Ich glaub, danach war die Fritzbox von uns kaputt. Fritzbox. Ich glaub nicht, dass ich in deiner Nähe wohne. Alter, aber bei mir ist die Klamotten weg, ey. Wow! Bei mir ist strahlend klarer Himmel. Das siehst du auch nachts. Ja. Vorhin bei mir hängt noch ein Vorhang davor. Also ich Vorhang davor. Ich hab gar keinen Bock auf mein Fenster zu gucken. Ich scheiß auf Natur. Zocken. Boraki, kannst du mir kurz Dingens geben? Rechte. Erwischen wieder. Nein, ich will nur gucken, wie es von außen aussieht. Was passiert eigentlich, wenn du vom Survival-Modus in den Zuschauer-Modus gehst? Behältst du deine Items dann? Ja. Echt? Ja. Es gibt auch eine Tastenkombi dafür. Also ich weiß jetzt nicht genau welche, aber es gibt eine. Warte. Ups. F3 und N. Aber das geht nur, wenn du im Kreativmodus bist. What the fuck, was ist mit mir passiert? Zuschauermodus. Ah, okay, gut. Kann man das so machen? Ist die Frage. Ja, ich glaube. Warum auch immer ich so viel Eichelholz im Inventar habe. Eichelholz? Ich habe so viel Scheiße in meinem Inventar, ich frag gar nicht mehr danach. Ja, mein Inventar ist auch komplett zugemüllt. Ich könnte schon wieder Krebs kriegen. Komm mal zum Beispiel. Mal eine Diamantaxt, mal irgendwie die antike Axt nennen oder sowas. Ich hab jetzt eine antike Schaufel, mein Rebellion und dann hab ich. Ah ja, ich hab ja noch meinen Heroinbogen, ey. Hab ich mir ja, auch. Ja, den Bogen muss ich auch noch irgendwie mal umbenennen von mir. Okay, du kannst das wieder wegmachen. Zuschauen. Ich find das so sexy jetzt. Kennt ihr Dark Souls? Ja. Okay. Buraki? Dark Souls, nö. Wie kann ich den Zuschauermodus wegmachen? F3 und N. Wie? F3 und N oder Game Mode 1. Aber du sollst da nicht in der Luft sein, du bist tot. Was? Er müsste das gar nicht können, weil er keine Rechte hat. Du hast nicht die benötigten Berechtigungen. Hier ab! Was? Geht jetzt? Was? Ey. Aus dem Nix spawnen jetzt plötzlich 5 Zombies, die auf mich zurennen. Was? Hey, ich hab nicht die Rechte, die Befehle auszuführen, aber ich bin im Kreativmodus. Willst du mich verarschen? Na klar, das geht. Also, wenn Boraki dir die Rechte wegnimmst, dann kommst du nie wieder aus dem Kreativmodus. Hey! Okay, jetzt geht's. Er muss für ewig. Ich hab die falsche Zahl genommen. Er muss für immer und ewig im Kreativmodus leben. Das ist die größte Strafe, die es nur geben kann. Echt nein. Au. Wie es hier rumtropft, ey. Wie mach ich das denn am besten? Na, was geht, Spinne? Bin ich behindert? Ja, bin ich, danke. Für die Info. Alter. Ich wollte gerade sagen, aber ja, hast du selber beantwortet. Sowas beantwortet man doch immer gerne. Schwarzeichelholz. Eichelholz? Master Michi, ich hab gehört, du bist genau an mir vorbeigelaufen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube ja. Ja, bist du? Alter, was fällt dir ein, Master Michi? Ist genau neben mir runtergesprungen. Also da, wo du da runtergesprungen bist, ist genau dahinter die Item-Sortiergedöns. Was fällt dir ein, Bastian? Gib mir leid, Mama. Mama. Schön mal andere Menschen zu hören.
Mamma mia, an here anderes, I go again. An andere, wie sie nicht, wie nennt man das? Charakter, andere Minecrafter? Menschen. Was der muss jetzt. Menschen. Was der, Menschen. Spieler. Lebewesen. Existenzen. Ihre. Was der muss mal anfangen mit Age of Empires zocken. Ja. Habt ihr das nicht schon mal zusammengespielt? Nein. Hab ich. Ja, okay. ich hab doch schon mal irgendwie so ein Video gesehen, da wart ihr doch beide dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch kein Age of Empires gespielt habe. Weil er es nicht besitzt. Zack, zack, zack. Ja. Er hat's gecrackt bestimmt. Voll der Lappen. 2, 3. Aber mit der gecrackten Version kannst du nicht bei iOS Online spielen. Oh. Als letztes Mal, als du Age of Empires hochgeladen hast, gegen das war, glaube ich, auch noch, waren bestimmt noch die Commodore-Server aktiv. Upsala. Im Jahre 2007, ja. Das war gerade, da habe ich dich, glaube ich, gerade abonniert, als du die letzten Folgen von Age of Empires hochgeladen hast. Geil, Alter, er hat mich abonniert, ey. Pff, wer abonniert schon Bursaki? Ich habe dich jetzt schon mit irgendwie 3 oder 4 Accounts abonniert. Ich habe dich nicht abonniert. Ach, guck mal. Hab ich nicht. Du und dich gibt's auf YouTube? Oh, es gewittert wieder. Alter, ich liebe das. Ich liebe auch Gewitter. Über alles, ey. Also wird man bei dir im Mikro hören, wie die Welt explodiert oder was? Vielleicht. Also wenn ihr es nicht gehört habt, dann glaube ich eher nicht. Schau, leider. Ich hab's nicht gehört. Muss mal dein Mikro ans Fenster okay. halten. Ja, das Fenster ist leider ein bisschen weit weg. Das ist das Problem. Nee, trotzdem. Du machst es schon. 1, 2, 3. Ja! So. Hey, Minecraft ist voll schlau. Das macht die leeren Eimer, macht's weg, aber die vollen lassen. Warte mal, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Jetzt muss ich wieder auf mein schlaues Bildchen schauen. Dein schlaues Bildchen? 1, 2, 3, 4, okay. Ich muss jetzt erstmal mein Inventar wieder irgendwo reindampen. Ja, tschüss. Brauche ich davon noch irgendwas? Die Frage stellt man sich, nachdem man sein Inventar gedumpt hat. Immer wenn es zu spät ist. Genau. Wieder kein verfickten. Das kann doch nicht wahr sein. Siehst du, jetzt regnet es mal nicht. Tja, noch nicht. Komm noch. Als ob ich kein gebratenes Hühnchen mehr hier habe. Hier gerade ist was asymmetrisch. Ups. Pause noch. Wupp, 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 da, 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 da. Wupp, 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 da, 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 da. Dubstep Intro. Scheiß Dubstep Kanone, Alter. Weißt du überhaupt, von wo das kommt, Butaki? Aus jeden Fall nicht von Trouble Terror Stone. Auf keinen Fall. Meint er jetzt die Dubstep Gun oder das Dubstep Intro von die Dubstep Gun? Aber es gibt aber auch eine Dubstep Gun bei. Ja, das ist von. Saints Row. Wir meinen Saints Row. So. Ein geiles Spiel. Ich hab alle Teile gespielt. Stimmt, Rocky, das habe ich vergessen dir zu sagen noch. Das habe ich vergessen hinzuschreiben. Mhm. Als du mich da gefragt hast, Saints Row habe ich auch noch. 3 und 4. Ach so, okay, gut. Also das? Na okay, da gibt's ja nicht wirklich eine Story. Nee. Saints Row wollt ihr doch auch mal spielen, Buraki. Ja, die ist ein bisschen ballerballer. Aber stimmt, was ist das für eine Frage? Aber die ist geil ballerballer. Das ist eigentlich privat, das muss man jetzt hier nicht diskutieren. Was? Ach egal. Ja. Wusste ich nicht. Ballerballer? Nein, egal, als ich gesehen. Kennt ihr diese Gummischlangen ballerballer? Oder getötet. Ja, das ist besser. Zockt ihr eigentlich dann zusammen, Robert, du und deine Freundin? Oder wie ist das da? Habt ihr eine getrennte Zimmer? Ne, wir sitzen nebeneinander. Ach so, also ich sehe jetzt, was sie macht. Sie reitet gerade auf dem Lama, glaube ich. Das ist ein Lama. Alles klar. Sie gönnt ich sehe alles. Yes. Boah, kannst du bitte Regen ausmachen? Danke. Wenn ich jetzt Lava fallen würde, ich würde mich sowas von aufregen. Lava? Oh fuck. Jetzt habe ich ein paar Eimer gedumpt. Ich bin voll bis auf Anschlag. Bis auf Anschlag?
Ja. Verdammt, wie habe ich das... Ah! Ich glaube, das passt nicht mal mehr in die Kiste, doch passt. So, ne? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Was ist denn hier los? Ich glaube, ist das viel hier? Wenn ja, dann schließe ich dir das auf. Ich habe keinen Bock mehr auf das Geräusch. Wo bist du, du Feck? Was willst du, du Penner, ey? Grüner Spargel am Arsch. Du kannst private Nachrichten schreiben. So ist das also. Jetzt weiß ich Bescheid, ey. Es ist wie, als ob so ein Zombie die ganze Zeit irgendwie hinter einem rumfliegt oder so. Rumfliegt? So laut ist das. Du hast die Nachricht aber erst gelesen, als sie gesagt hat, dass da was ist. Ja, geht. Ja, ja, weil ich, ich guck halt nicht immer. So, so. Also kann man hier echt einfach privat flüstern, ohne dass jemand anderer das liest? Irgend so ein anderer Schnorrer das liest, ja. Geheimnisse austauschen. Bei was denn? Geheimnisse. Bei was? Geheim. Das ist geheim. Bei was? Bei etwas Geheimnissen. Geheimnisvollem. Was? Geheimnis. Verpisst euch einfach, ne? Ja, du kannst über die lästern, aber das würde man dann in der Aufnahme sehen. Der war cool aufgeteilt. Boah, ich müsste Weizenkörner echt jetzt in der Offscreen Farm eigentlich die ganze Zeit. Ich hab schon noch ein paar Steaks. Weizenkörner habe ich in meiner Küche, in dieser Truhe. Edge, gib mal her mit dem Zeug. Ja, gönn dir. Willst du haben, oder? Jetzt haben wir die ganze Zeit hier mehr Steaks auf Lager. Alter, die ganze Zeit hier so dumm auf dem Feld rum, weil ich muss einfach nur mal fragen, Mann. Bauer, ich bin nicht so ein wirklich eine Frau, ey. Das kannst du trotzdem mal fragen. Ich mich auch noch so schlecht wie Robert. Was? Was willst du von mir? Du Spargel. Jede Scheißfolge anschauen, die Gronkh da hochlädt, ne? Ich glaube, das war die einzige Waffe, mit der ich den Spiel gespielt habe. Ja, das ist doch von German Let's Play. Ja, dieses... Also der Abklatsch davon, ja. Das Dubstep-Intro. Ich kenne das nur von German Let's Play. Was gibt da einmal, bei der Dubstep-Gang gab es ja auch so ein paar Varianten davon. Dubstep-Intro. Aha. Ja, Ja, aha. Hier ist ein bisschen dunkel, aber hier bei mir regnet es gerade. Mahams. Ups. Kannst du eigentlich bei diesem scheiß Weather die Duration einstellen? Ja, ne? Bei was? Bei dem Befehl Weather kannst du da diese Kack-Duration einstellen, Kind kloppen. Was? Dass du sagst, dass die Kacksonne, dass dieser Scheißregen erst in 2 Stunden wiederkommen soll, anstatt immer nur jede 10 Minuten. Das kann man nicht einstellen, ne. Lame. Will der Gott spielen, ey. Ja. Du könntest dir... Fuck auf Zeus, ey. Du könntest dir, wenn du damit leben kannst, also dass du deinen Chat ausblendest, einen Screen, einen Comment Block machen, der die ganze Zeit über der Clear ausführt. Über eine Lore, ne? Die einen Nonstop rüberfährt. Nee, brauchst du nicht. Du kannst auch einfach einen Comment-Block hinsetzen, den auf Repeat und Always Active stellen. Ach so, da wie der Blitz da einmal. Ja, aber dann musst du bei dir einen Chat ausmachen. Ja! Oh. Oh, passt der so? Und steht bei dir die ganze Zeit Weather cleared. Ja, das wäre mal was Schönes. Wir müssen machen. Dann haben wir nie mehr Regen. Nie mehr. Nie mehr wieder! Okay. Alles klar. Dann wird das alles eine Wüste. Danke für das Gespräch. Shamona, ist cool, wenn es sowas geben würde. Was, Shame King? Shame King. Wo bist du denn, wo kann ich meine 4 Steaks Weizenkörner hinbringen? Vor meiner Scheune einfach hinschmeißen. Gut. Ich komme.
Weil, das stellt, da kann ich auch was Schönes machen. Da hau ich jetzt einen Zaun hier so dran. Zack, zack, zack. Chocolate Rain. Das ist deine Scheune oder was? Ja. Das machen wir mal weg hier. Schön, boah, es hat aufgehört zu regnen. It's very dark in here. Ja, unten. Oh, wir haben Pferde. Ja, ich habe mir immer noch diese scheiß Dings-Positionen zu Pferden gemacht. Das sind voll viele. Pferdefleisch? Pferdefleisch. Ei. Fleisch. Vergiss nicht, die Dinger haben nur 5 Minuten, ne? Dann sind sie weg. Ja, wieso Dinger? Ach so, meinst du? Ah! Oh. Was ist das? Mehr Arbeit? Cool. Dinger brauchst du eh nicht mehr, ganz ehrlich. Soll ich damit? Du baust hier die ultimative Farm, was soll ich damit? Dann kann ich meine Autofarm auch rein theoretisch abreißen. Aber Alter, wie schnell bist du denn auf dem Pferd? Geht der voll ab? Weil ja, die Pferde sind die ultimativen Maschinen. Sonic the Hedgehog? Wie PS hat denn da denn dein Pferd? 10. Eine. Also da ist auf jeden Fall ein braunes Pferd für Robert, das sehe ich von hier aus. Das wird dann wahrscheinlich wieder Epona nennen, so langweiligerweise. Sicher, wenn ich schon Link bin, ne? Wenn ich hier alles aus Zelda hab, dann zieh ich das auch durch. Ne? Ich hab da höchstens 5 Stacks Puder. Ja, ich könnte mal was gebrauchen, dann könnte ich mal die... Dann könnte ich die... Ich muss mir echt mal überlegen, was für, eine Farbe ich mir für ein Pferd hole. Gibt's bei Devil May Cry Pferde? Nee, ne? Bei was? Bei was? Kennt ihr Castle Miner Z? Oh ja, geil! Oh. Nein. Würde ich nicht wieder runterfallen, hier ist wieder Achtung Kurve. Aber weißt du was, ich mal, ich lasse es jetzt mal dunkel werden. Boah, geil. Hippity ho. Auch irgendwie. Ich habe echt keine Ahnung, was für eine Farbe mein Schwert. Sein Schwert? Sein Schwert? Kann man das Schwert färben? Wieso kann man sein Pferd eigentlich nicht lila färben? Man kann. Nee, man weil kann, lila schwul kann, ist? Ich glaube, das war mal geplant, dass man die Rüstung färben kann. Ja, wow. Wieso haben sie das nicht gemacht, ey? Oh, ich will ein Skelettpferd haben. Viel Spaß. Oh, ist hier dunkel, Leute. Gewitter-Spam anlassen sollen, solange ein bisschen ein Pferd spawnt. Nee, aber so schnell wie da, dass der Blitz angekracht ist, der hätte eigentlich schon längst einer spawnen müssen. Das sind ja 5%. Und so schnell wie da ein Blitz eingeschlagen ist, das ist ja schon... Kacke. Lächerlich. Ich weiß auch nicht. Durch Lightning Bolt, durch den Befehl. Wollen wir mal nach Jahren wieder schlafen gehen? Nein. Ich weiß nicht, wo mein Bett steht. Ich weiß gar nicht, was ein Bett ist. Ich will jetzt die Nacht eigentlich mal genießen mit meinem Sternhimmel und Sternschnuppen. Und gay. Ja, die Schafe können wir dann eigentlich alle töten. Und daraus dann so einen Pferdestall machen, weil Wolle habe ich schon genug jetzt. Mein Leuchtturm ist schon fertig da. Meinst du da bei Justins ehemaligem Hausplatz? Nein, ich rede gerade mit meiner Freundin. Ach so, du meinst deinen... Ja, hinter meinem Haus da, diese ganzen Schafe, da können alle weg. Alle können sie sterben. Mörder. Ja. Alle können sie sterben. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Wieso rufst du dazu nicht Bastian? Der ist doch so ein Metzger. Mann. Er tötet doch Tiere aus Vergnügen. Wuhu! Alle mal auf sein. Kein Spaß? Alle mal bitte auf sein nicht vorhandenes Profil gehen auf YouTube und dann einmal schnell. Ich bin ja nicht alleine. Okay, verstehe. So. Das ist eine goldene Rüstung, die kannst du auch eigentlich drauf geben. Ich glaube, in irgendeiner Kiste war das. Du brauchst eigentlich eine Lederrüstung, das ist eigentlich das Logischste für ein Pferd. Ja, ich glaube, dass ich eine Diamantrüstung tragen könnte. Dass ein Pferd eine Diamantrüstung tragen könnte. Ja doch, es gibt ja alle Arten von Pferdrüstung. Ja, ich glaube nicht, dass es eine Real-Life-Rüstung könnte. Ja, nee. Gold glaube ich auch nicht so ganz. Nee. Zwiebel! Obwohl, selbst Eisen nicht.
Zwiebel zwiebt herum. Ja, du nicht. Ich denke noch eine Beleuchtung hinkriegen, mal schauen, wie ich das mache. Ich kann. Die Hungeranzeige wackelt schon wieder so dumm rum. Was? So, Glowstone. Leine. Schleim und Faden braucht man, ne? Okay, Faden. Frag mich eigentlich, wozu du Schleim brauchst für eine Leine. Zum Festhalten. Ja, das ist so für so einen Griff, dass es einen seine Hand einsaugt, ja, dass du nicht loslassen kannst. Wie geht nochmal eine Leine machen? So Freundschaftsringe oder was? Ja. Wie kann man eine Leine craften nochmal? Faden und Schleimball oder? Habt ihr noch einen letzten Wunsch? Faden. Ja, der Song aus der Super Perforator Werbung. Oh, Mitte links mit. Mitte links. Also so wie so ein Pfeil nach Super oben. Perforator. Wie viele Schleimbälle brauche ich? Ein. Und Faden? Vier. Vier Fäden, okay. Mhm. Auf jeden Fall muss so wie ein Pfeil nach oben links müssen die Fäden. Dann kommt ganz in die Mitte der Schleimball und ganz unten rechts kommt der. Kommt noch ein Faden. Ah! Oh, gleich zwei Leinen, okay. Warte mal, was wollte ich noch? Ah, genau! Er hat mich betrogen, es sind zwei und nicht eine. Echt mal. Wo ist Sand? Sand. Sandstein, okay. Ich natürlich ja so gut wie nix hier. Hopp. Ist das Tor zu? Ja. Ich leg dir die Line hier rein, ne? Warte mal. Ist ja alles tropft, Alter. Tropf. Was fehlt mir denn noch? Wow, Kohle ist alles. Redstone-Komparator. Boah, Alter, mit wie kann man, sieht die Waffe ja geil aus. Wie kann man Glas färben? Ich möchte gelbes Glas haben. Einfach Löwenzahn zu Farbe färben. Nee, ja doch, Farbstoff raus. Ich gehe stark davon aus, dass du wie, dass du Glas wie eine Truhe machst und dann in der Mitte die Farbe. Okay, mal schauen. Jetzt stellen wir jetzt. Fehler. Ja. Genau okay. So. Glasscheibe. So wie man eigentlich alles färbt. Ist halt wie denn so das? Was? Warte mal. Fehlt mir ein scheiß Ding oder was? Ah, warum, so. Warum ist hier keine Workbench da? Das rennt hier bei mir unten mit hoch. So, dann hauen wir mal da Sand rein und da Sand rein. Gelbes Glas und daraus kann ich dann gelbe Glas schauen. Draußen rennt ihr mit Hochhacking rum. Was mit Hochhacking? Ja, die Höhe von die Straße, weiß ich nicht, die ist irgendwie 12 Meter vor meinem, na gut, das ist nicht viel. Also bei mir aus dem Fenster gerade nach unten ist die Straße so ungefähr. Und ich höre die Hochhacken bis hier drin. Gut, dann gehen wir mal los. Durchs Fenster. Ich brauch mehr Erde. Erde? Erde? Ja, ich baue mein Dach aus Erde. Oh yeah, jetzt wieder hier. Oh. Hab ich mir mal so gedacht. Ey, während ich da gerade meinen schönen roten Bullen trinke, ballert mich da von hinten so ein Knochentypi ab. Sorry, das war ich. Knochentypi. In Wirklichkeit ich. Burakis junge Jahre. So ein Knochengestrüpp. Autsch. Mein Popo. Da oben oder unten?
Döner?